Hallöchen, Freunde, und willkommen bei Space Engineers. Ich bin jetzt quasi ein klein wenig überrascht, dass ihr jetzt schon da seid. Oben müsste Boris sein. Hallo. Hallo, von da unten und da oben. Ich sehe dich gar nicht. Wo bist denn du? Ich bin jetzt bei der Basis. Ich mache eine kleine Versorgungstour. Ich bin schon mal runtergeflogen und ja, mein Inventar ist vollgepackt mit Sauerstoffflaschen, Werkzeugen, Munition und Raketen. Jawohl. So, und dann würde ich sagen, Abmarsch. Geht ja zum Glück jetzt ein bisschen schneller, ohne irgendwas unten dran. So, aber meinen Helm muss ich trotzdem zumachen. Ja, und wie läuft es bei dir oben so? Ja, ich decke mich erstmal wieder ein und dann geht's wieder los an den Versorgungstouren, ne? Noch ein bisschen Material beschaffe. 100.000 Einheiten Nickel bringe ich mit. Jawohl. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir vielleicht... Ich weiß nicht, wie es mit den Eisvorräten aussieht. Muss ja auch mal bei dir im Kleinschiff checken, weil das Fahrzeug hat noch über 1 Million. Das weiß ich. Okay, im Fahrzeug habe ich ja gestern nochmal geguckt, da waren noch 500k drin. Das sollte auch erstmal noch ein bisschen reichen. Was, im Fahrzeug? Da waren über 1000k drin. Oder meinst du jetzt bei dir in dem Bohrer? Im Bohrer meine ich jetzt. Ah. Nee, im Fahrzeug ist auch noch genug drin, da ist auch alles da. Da. Ja, hier. Geht ab. Das Lustige ist, wenn hier von der Geschwindigkeit her falle, so auf 50 Meter oder was, ich drücke nur mal kurz hier Vollschub nach oben und der springt wieder auf seine Maximalgeschwindigkeit. Oh, und da ist die Sonne wieder. Wo muss ich eigentlich hin? Achso, jetzt sehe ich das. Nein, Shadow, du musst doch nicht Richtung Licht fliegen. Nee, ich fliege quasi am Licht vorbei. Irgendwo so diese Richtung. So, wie hoch ist man eigentlich? Naja, schon 10 Kilometer. Ich hatte mir auch schon mal überlegt, ob ich hier Dings machen soll. Eine Überbrückung der Geschwindigkeit, dass du auch schneller fliegen kannst. Aber da weiß ich nicht, wie imperformant das dann wird. Ja, weiß ich, können die Triebwerke quasi da und dadurch Schaden nehmen? Weiß ich nicht, aber dass er mit dem Berechnen nicht hinterherkommt, serverseitig, weißt du? Ah, so, ja. Wenn du hier mit 12.000 Metern die Sekunde durch die Gegend hackst, wie ein Bekloppter. Dann heißt die Folge nur noch Shadow verschwand im All. Ja. Da siehst du mich kurz vorbeidüsen mit Überlichtgeschwindigkeit so. Genau. Na, eigentlich fliege ich ja dann rückwärts, ne? Mit Überlicht. Stimmt, ja, ja. Ich könnte ja eigentlich schnell am Satelliten vorbeifahren und das schwer gepanzerte Schiff abholen. Hast du denn mittlerweile rote Signale? Immer noch nicht. Ich hatte gestern eins mal ganz kurz, als ich in eine Richtung eines Asteroiden geflogen bin. Das war dann so auf 2,2 Kilometer, da bin ich ganz schnell umgedreht. Dann war es aber auch sofort wieder weg. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, ich weiß nicht. Musst vielleicht mal in deine Funkreichweite reingucken. Müsste, glaube ich, irgendwo im Inventar unter, was weiß ich, sein, Nachrichten, Gedöns, irgendwas. Global Chat History, Rundfunk, ne, leider nichts. Was das wieder Eis kostet, diese Versorgungsflugtour. Irgendwie schwankt die Geschwindigkeit bei mir momentan gerade richtig stark. Obwohl ich permanent Schub gebe, geht das so auf 95 Meter die Sekunde, also runter bis auf 95 Meter die Sekunde und dann gibt er wieder Vollstoff. Mhm, okay. Ich weiß nicht, was der hat. Ja, auch nicht du. Also meine Antennen-Range sind alle auf Vollgas. Seltsames ist am Werk. Ein Telefon unterbrach die Stille. Das gleiche habe ich auch gerade gedacht. Das siehst du mal, Ingenieure denken gleich. Ja, ne? Drum verstehen die sich auch, wenn die sich gegenseitig diese Formeln an den Kopf schmeißen. Ja, schweißen verbindet.
Witz. Ach ja, so ein Schlückchen kaltes Getränk an einem heißen Tag ist was Schönes. Oh ja. So, das ist aber jetzt nicht ganz so die Musik, die ich mir erhofft hatte, als ich den Clip hier angeklickt habe. Naja, vielleicht wird's noch. Was läuft denn? Wolfgang Petri? Nee, das ist eher so Elektronik-Gedöns. Ah, okay. Ah ja, gut. Also vom Full Metal Engineer ist da nicht viel zu hören. Du weißt doch, dem Ingenieur ist nichts zu schwören. Nicht mal Schwörer Metal? Nein, nicht mal Schwörer Metal. Guck auf den Planeten und erwarte die freudige Ankunft des Shadows. Ich bin auch 26 Kilometer entfernt. Aufregend. Ich habe immer noch 0,1G, von daher es dauert noch ein bisschen. Ach du, ich bin warten gewöhnt. Ich drehe mich mal so ein bisschen bei, dass ich hier schon mal so ein bisschen die Richtung beibehalte. Dass ich zu dir direkt einen Schlag. Richtig schön in die Basis. Kabums. Genau. Und alles kaputt. Schön wie ein Meteoriteneinschlag. Bam. Ich klebe vorne an der Scheibe wie eine Fliege. Scheibenwischer wären was richtig Geiles. Das wäre richtig gut. Theoretisch kann man das ja mit dem Motor, na, obwohl, ob der Motor das schafft, da drei Blöcke hintereinander zu bewegen, fraglich. Wenn er nicht mal schafft, irgendwie Bohrer zu drehen. Drei Bohrer am Stück. Stimmt, ja, gut, okay. Trotzdem. Ja, was ist heute geplant? Erstmal die Tour hier zu Ende bringen, sicheren Hauses. Und dann weitermachen an unserem Schiffchen. Das übrigens, ist das schon fertig geschweißt? Kannst du da mal so einen Blick drauf werfen? Ich prüfe dies. Ich dachte, ich habe eigentlich so gut wie alles fertig geschweißt. Nee, ein bisschen fehlt noch was. Ah. Dann würde ich dich bitten, während ich hier noch unterwegs bin, da schon mal grandiose Arbeit zu leisten. Ingenieursarbeit. Jawohl. Wird gemacht, Sir. Wird gebaut. Konstruktion abgeschlossen. Bin ich außerhalb der Gravitation? Nee. Achso, ich habe keinen Sprit mehr. Ungünstig. Hab mich schon gefragt, wieso sieht denn das so komisch aus? Meine Triebwerke ballern nicht mehr. Naja, es soll ja mal produzieren. Ein bisschen schneller als sonst, wäre ganz nett. Macht nichts, wenn es schnell geht. Zum Glück ist das jetzt der Fall und nicht im Bremsmanöver. Das ist auch sehr ungünstig so. Jetzt bremsen. Sprit leer? Okay. Gut, dann Landeklappen ausfahren. Wir haben keinen Luftwiderstand. Ungünstig. Fallschirme raus. Ohne Luft, auch ein bisschen doof. Das ist mal eine interessante Sache. Wenn du einen Fallschirm... Der würde wahrscheinlich gar nicht aufgehen, der Fallschirm. Obwohl, du bist ja eigentlich in der Vorwärtsbewegung. Aber es bietet ja dem Fallschirm keinen Widerstand. Oder sich stimmt, du würdest das Fallschirmfach würdest du öffnen, aber der Fallschirm würde nicht rauskommen. Ja. Man müsste ihn quasi raussprengen oder irgendwie eine Kraft auf ihn einwirken. Ja, das bringt aber auch nichts, wenn du keinen Ventilator hast. Obwohl, du müsstest dann vielleicht erst langsamer werden, dann den Fallschirm öffnen und dann wieder schneller werden. Naja, dann hast du aber auch nur Bremskraft bis zu dem Punkt, wo du ihn aktiviert hast. Genau. Mann, ist das alles kompliziert, diese Physik? Du musst quasi erst anhalten, dann wieder beschleunigen. anhalten, dann den Fallschirm raus, dann wieder beschleunigen, damit du bremsen kannst. Bevor du losfliegst, machst du schon mal den Fallschirm auf, vorsichtshalber. Genau. Für alle Fälle. So, ich habe noch 10 Kilometer. Wird doch Zeit mit so einem 0 auf 15 Schweißer kann ich nicht umgehen. Dauert hier alles viel zu lange. Der hat zu viele Knöpfe. Ja. Der kann, so, ja. Hat noch nicht mal Sprachsteuerung. Wie jetzt? Schweißen? Genau. Brauche ich nicht mal mehr Knöpfchen drücken. Schweiße. Siri, bitte fang an zu schweißen. So, na also, Gravitation ist weg. Ich habe auch schon wieder 4% Sprit und noch 6 Kilometer. Ich sehe quasi schon die Umrisse. Jawohl.
Tja, ab wann leitet man hier denn so ein Bremsmanöver ein? Okay, ich würde, glaube ich, Vollgas vorbeiballern. Ich komme quasi, wenn du jetzt auf der Plattform stehst und von der Plattform wegguckst, bin ich unten rechts. Müsste ich da irgendwo lang ballern? Noch kein Sichtkontakt. 3 Kilometer. Und ich hau meinen Gegenschub rein. Guck mal, ob ich stehen bleiben kann. So. Gegenschub aus und vorwärts geht's. Ich komme quasi jetzt von der Unterseite. Ah, da, ich sehe dich. Ich habe schon mal ein Leuchtfeuer angemacht. Was denn für ein Leuchtfeuer? Mein Schweißer. Da kommt er angeknallt. Iron Sky. Genau. So, ich land wieder irgendwo auf dem Asteroiden mit dem Ding. Hoffe, ich nehme nichts mit. Beim ersten Landeanflug habe ich mir nämlich so ein bisschen die Füße angekratzt. Also auf der Erde. Passiert. Oh. Das hört man nicht so gern. Ja, ich habe den Aufwärtsschub gedrückt. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder runterkommen. Das ist so aufregend. So, Rammel ist fertig. Hallöchen. Da ist noch was. Oh, ich sollte vielleicht nicht zu nah an die rankommen. Nee, könnte heiß werden. Selbst im Weltall. So, angedockt. Jawohl. So, der kann sich jetzt in Frieden einmal aufladen und ich belade mal eben das Fahrzeug, beziehungsweise einen der Container, mit exquisitem Material. Yeah. So, und das ist ein großer Frachtcontainer. So. So, minderwitteltes kommt da rein. Wenn du willst, kannst du ja dann ein bisschen sortieren. Hallo. Tagchen. Mahlzeit. Alter, richtig gut. Endlich wieder normales Werkzeug. So, ich denke mal mit 3 Sauerstoffflaschen pro Nase, da kommt man ganz gut hin. Denke auch, das soll das mal reichen. So, dreimal das, dreimal das. Dann haben wir irgendwo natürlich ganz unten. Ich habe nämlich noch ein paar Materialien mit einstecken. Schön. So, Raketen sind geladen. Aber warum die Gatlings nicht? Ach, die Gatlings sind, glaube ich, noch deaktiviert. Ja, sag mal, wie viele Raketen... Aber dann bewegen die sich? Deaktiviert sind? Eigentlich nicht. Sag mal, ballern wir gerade Raketen raus, weil der saugt hier im Mund da Raketen weg. Nee. Ich glaube, der lädt einfach schon mal die Waffen. Nee, bei 20 Raketen ist fast ein Raketenwerfer. Ah, okay. Genau, aufgeteilt. Aber ich kann ja mal vorne ins Rohr gucken. Mal gucken. Hallo, schießt da was? Nein. Gucken Sie in das Rohr und warten Sie auf den Blitz. So, lass mal gucken. Also hier haben wir Kobalt. Ja, produziert haben wir ja schon ein bisschen was. So, wenn wir mal tanken gehen und dann würde ich mich schon wieder auf die Suche nach Material machen. Hi. Wir brauchen ja noch einen Asteroiden, wo Nickel und Magnesium zu finden ist.
Ja, jetzt gerade im Moment haben wir ja ein bisschen was. Aber das halt nicht ja, viel. Aber auch irgendwann wird das ausgehen. So, das Eisen und du bist nochmal Nickel. So. Alle Klärchen. So, dann muss ich mal gucken, warum hier bei den Gatling nichts geht. Wir haben 4 Gatling-Geschütze, das heißt 500 pro Nase. Und der Tag gehört dir. So, somit fühle ich mich schon mal wieder besser. Und wenn wir dann genügend Material haben, dann können wir die hier auch noch ausstatten. Was kommt denn da? Das ist eine Antenne, aber von was? 6,66 Kilometer entfernt. Ein Mining-Transport. Habe ich nicht auf dem Schirm. Ich setze mich... ich speichere mal und setze mich vorsichtshalber mal an eins der Geschütztürme. Mhm, okay. Soll sicher ist sicher. Ich weiß nicht, wo du gerade hin bist. Ich bin gerade 6 Kilometer von der Homebase entfernt und in Richtung Asteroiden. Also, wenn es brenzlig wird, sage ich dir Bescheid. Ah, alles klar. This is not main cockpit. Dann gehe ich halt da rein. Das ist ja scheiße, dass du nur vom Hauptcockpit aus die Dinger steuern kannst. Das ist mies. Ich dachte, das kann jeder. Musst du nicht erst vom Hauptcockpit die Rechte verteilen? Geht das nicht? Weiß ich nicht. Hä? Ich kann die ja nicht mal von dem Sitz hier aus... Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas ist da falsch. Ich brauche Gewi Gatling. Wieso kann ich keine Steuerung aktivieren? Warte mal, Gatling da bis da. Oh. Block it. Ah! Gruppen, Gatlings, So. Die machen wir erstmal aus, weil ich glaube, so ein Mining-Transporter, der hat keine Waffen. Falls doch, zeigen wir ihm, wo der Hammer hängt. Genau. Wo der Frosch die Locken hat. Wo der Mauder das Loch gelassen hat. Na komm, einen hast du noch, oder? Wer hier Chef ist. Ja, perfekt. Ein super Abschluss. Der hält aber auch halb stur auf uns zu. Was stimmt mit dem nicht? Verpiss dich! Was ist mit ihm? 4,5 Kilometer. Soll ich hier eine Leuchtreklame anmachen, so von wegen verpiss dich? Das ist meins? Kannst du ja mal freundlich zu verstehen geben. Mach dich weg, Junge. Das Problem ist, wenn ich jetzt anfange, den zu beballern, haut der sofort ein Notsignal raus und wir bekommen Besuch. Regelmäßig. Deshalb möchte ich es so lange wie möglich vermeiden, irgendwie Kontakt mit denen aufzubauen. Ja, wahrscheinlich kein schlechter Plan. Ja, da waren es nur 4 Kilometer. $3,98, jetzt im Angebot. Ich sehe schon, wir müssen damit dann anfangen, dass wir uns auch Fighter bauen. Also Fighter, die auch wirklich funktionieren, nicht so wie das Ding, was ich gebaut habe. Das
kriegen wir schon je. Tja, 366, ich bin gespannt. Was wird uns erwarten? Oder besser gesagt, dich. Ja, wir sind unter 3,5. Fernglas wäre was Cooles. So, jetzt dürfte uns aber gleich gepasst haben. Heißt das so? .333. Ist ja auch eine sehr spannende Folge, möchte ich sagen, jetzt. Ja, da. Es könnte ja noch so einiges passieren. Ja, also wenn der jetzt beidreht, dann passiert einiges. Da werde ich ihn vom Himmel pusten. Die Gatlings alle aktivieren und dann gucken wir mal. 3,24. Ja, aber er fliegt zumindest nicht mehr direkt auf uns zu. Zumindest macht es den Anschein, außer er dreht jetzt bei. Vielleicht sieht er uns ja nicht mit diesem ominösen Bauklotz, den wir uns hierher gebaut haben. So, bist du voll? Weil dann schalte ich dich schon mal aus. Nee. Aber Eis hat schon noch, oder? Ja. Da können wir nochmal 200, 1, 2, 3, 200.000 reinballern. Hä? Ich habe doch mehr als 3 Sauerstoffgeneratoren. Er ist weg. Gott sei Dank. Ah ne, doch 3,4 Kilometer, der haut ab. Feige Sau. Echt mal. Gut, dann kümmere ich mich jetzt mal hier weiter drum. Also wie man sieht, es ist schon ein bisschen was passiert hier. Also schweißertechnisch. So, und jetzt ist die Frage... Ach scheiße. Ich kann hier gar nicht die Kolben so reinbauen, wie ich möchte. Weil wenn ich die Kolben hier nämlich reinbaue, das fehlt uns ja dann wieder am Platz. Dann bleibt das Ding einfach offen. So. Die Entscheidung ist gefallen. Achso, ich brauche erstmal Stahlplatten, bevor hier irgendwas losgeht. Das mal ist Minimum. Wie viele Stahlplatten haben wir denn noch so am Start? 164.000. Alter, ich werde beschossen. Wo bist du? Kommt so ein Outpost-Ding hinter mir her? Du könntest mal... Ach nee, kannst du nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hau mal ab. Hab mir 2 Bohrer abgeknallt, die Sau. Kannst du eine Richtung bestimmen? Nee, gar nicht. Also quasi, wenn du jetzt in welche Richtung du geflogen bist von... wenn wir jetzt in Autorichtung gucken. Autorichtung, denn nach links. Nach links, das heißt... Aber ich bin schon auf dem Weg und er kommt, glaube ich, auch nicht mehr hinterher. Bin schon wieder 4 Kilometer weg. Okay. Oh, Mann. Ja, dann gibt es jetzt wohl erstmal Instandsetzungsarbeiten. Yes. Und wir müssen uns weiter ausrüsten mit Waffen am friedlichen Border, wie es aussieht. Oder natürlich, du suchst erstmal weiterhin die... Na, sag schon, die Teile hier... die Asteroiden in der Umgebung erstmal ab und wirst dich dann quasi darum kümmern. Ja. Ne? Na, ich weiß ja jetzt, wo er ist, also da bin ich dann erstmal so nicht mehr hin. Aha. So ja wohl nicht. So geht's ja nicht hier. So,
So, ich bin gerade am überlegen, was ich denn hier für Fenster reinbaue, weil ich würde gerne Fenster nach unten machen. Doppelverglasung. Dass man von oben quasi in die Bay hier reingucken kann. Aber 3x3 Fenster könnten wir da machen. Dreimal drei und zweimal drei. Dann schauen wir mal, was noch übrig ist. Wahrscheinlich jede Menge. Eins, zwei, drei. Und ein zweimal drei. Oh ja, das wird bestimmt ein Kunstwerk. So, und dann sind dann hier zwei. Hier zwei. Dann haben wir hier nochmal drei übrig. Obwohl, hier können wir es durchgängig machen. Hat bestimmt auch was. Das hat bestimmt auch was. Das schauen wir uns doch mal an. Lustig ist, jetzt habe ich ihn die ganze Zeit auf dem Radar. Ah, hervorragend. Oh, warte mal. Ich kann mal gucken, ob ich die GPS-Position nicht mit dir teilen kann. Nee. Tja. Fraktion Space Pirates und Space Spiders. Space Spiders, der Great Tarantula ist da der Gründer. Sehr einfallsreich. So, was hat er denn alles beschädigt? Also zwei Bohrer weggeballert. Eins. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Irgendwie sind mir die Zahlen geläufig. Echt jetzt? Mhm. Kein Scheiß, ey, ich sag's dir, kein Scheiß. 3, zack. 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 Erstmal gucken, ob das so aufgeht. Nö. Egal, dann machen wir hier. Dann machen wir hier dicht. Sag ich dir. Achso, dann müssen wir hier erst nochmal eine Line ziehen. Der Profi weiß, wovon man redet. Huch. Das kapiere ich jetzt nicht. Was ich hier baue? Nee. Das sind drei Triebwerke, die vollkommen in Ordnung sind, aber die nicht laufen. Warte, ich schau gleich vorbei. Bohrer verständlich. Moment. Bohrer 3 unverständlich. Das ist mir klar. Wenn du ins Inventar gehst, dann siehst du ja, was alles im Arsch ist, ne? Mhm. Ah, da stehst du. Die sind, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Welche sind es denn? An der linken Seite, siehst du die? Links laufen alle. Auch die hier in der Mitte? Hier, wo ich jetzt gerade drauf schweiße? Ah, die da oben, nee. Die drei meine ich. Haben wir gleich. Der Onkel, guck mal. Gehen wir jetzt einmal mal Material, damit ich das Schiff reparieren kann. Blöcke. Was wären das? Das wären quasi. Ach, die sind nicht alphabetisch, verdammt. Dann mache ich mal folgendes. Okay, ich versuche da mal was. Das Förderband unten drunter ist im Arsch. Ach, das ist. Ach, die sind unten drunter miteinander verbunden, okay. Genau. Alles klar. Wenn du das Material hast, ich habe das Zeug für das Triebwerk hier, beziehungsweise du kannst auch ein neues bauen. Mhm. Ich beschäftige mich mal weiter hier mit unserem Kumpel. Jo, mach das. Mit dem großen Kumpel.
Ah, da geht auch wieder einiges an Metall drauf. Das glaubst du nicht, sag ich dir. Logisch nicht. Schwede. Nee, das machen wir schon so. Hab gerade überlegt, ob ich überall 3x3 Fenster reinbaue, aber ich weiß nicht, mir gefällt gerade irgendwie dieses... du weißt, was ich sagen möchte. Immer. Ich weiß immer, was du sagen möchtest. Wie das Telefon, das einst die Stille durchbrach. So, man darf sich eigentlich gar nicht denken, dass das eigentlich nur die Bay Area ist für ein Fahrzeug. Da kannst du dir ungefähr vorstellen, wir bauen hier gerade einen Planeten. Ja, aber das tue ich ja immer, ne? Ja. Vor allem ist die Zeit schon wieder um, verdammte Axt. Ach nö. Ja doch. Menno. Wieso geht das gut, Freunde. So schnell? Ich weiß nicht, ob ich weiterschweiß oder ob ich das fertig schweiß oder ob wir direkt weitermachen. Da gucken wir einfach mal, ne? Autsch. Angeeckt. Ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiedersehen.